Bereit? Hallöchen, liebe Zockerfreunde, und herzlich willkommen Achtung! zu einer neuen Folge. Und weiter geht's. Wow! Aber hallo! Hast du das gespürt? Wow! Rück die Knochen gerade! Probier's mal! Aktualisieren Sie die Bones. Aktivieren Sie die Bones. Sorry, sorry. Beeil dich einfach! Und überlege ich mir noch anders! Macht das nicht Spaß? Hey, wenn du dir den Arm wegsprengst, dann mache ich dir einfach ein neues. Dein Vertrauen ist ermutigend. Oh, tut mir leid. Ist es mein Job, dich aufzubauen? Dich anzufeuern? Ich glaube, du missverstehst unsere Beziehung hier. Ich sehe Möglichkeiten. Du kannst mir helfen, ich kann dir helfen. Ich glaube, du missverstehst das. Folgen Sie T-Bone. In Jets Bar fand ich einen Alkoholiker, der alleine auf seine Vergangenheit anstößt. Ich bin keine Möglichkeit. Ich bin deine zweite Chance. Na gut. Ich glaube, ich mag dich. Aber Freunde sind wir noch nicht. Als erstes brauche ich mal etwas Bloom-Hardware. Ich bin schon eine Weile da raus. Ich muss rausfinden, wie ihre Scanner funktionieren. Du willst, dass ich bei Bloom einbreche? Nicht direkt. Irgendwer hat die Hardware bereits gestohlen. Insider-Job. Ist viel wert auf dem Schwarzmarkt. Ich habe die Typen beobachtet. Sagen wir mal, es sind echte Waffenliebhaber. Nimm eins von meinen Gewehren. Du wirst es brauchen. Fahr für mich bei der Tankstelle vorbei, ja? Die Porny-Gangster-Miliz hat etwas, was mir gehört. Also musst du da rein und mir meinen Truck holen. Okay, stellen Sie die Bones Truck zurück. Gerne, wenn ich mal wüsste, wo es hier rausgeht. Ich bin hier am Arsch der Welt, um mich mit einem missmutigen Cyberterroristen anzufreunden. Aber ich brauche ihn. Und nicht nur wegen der Daten. Ich setze ihn gegen Damien ein, wenn es sein muss. Meinen Teil des Deals halte ich ein. Okay. Das sind aber viele. Du machst es mir nicht leicht, Thibaut. Das sehe ich mir genauer an. Was haben wir denn da alles? Soll das witzig sein? Ich verstehe es nicht. Oh, das ist doch nicht dein Ernst! Wo kam das denn her? Wo kam das her? Okay. Such den Kerl! Was geht los? Nicht zu sehen, ich hier gehe weiter. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Ich sehe nichts. Ich guck mal woanders nach. Alles sauber, ich gehe da lang. Alles sauber. Ich gehe da lang. Scheiße, wie ist der uns entwischt? Nicht unvorsichtig werden. Jetzt bist du tot. Oh, okay, weiter geht's. Wir werden beobachtet. Er ist hier. Ich baue mir da wieder was Schönes hier ist nicht, zusammen. Ich gehe weit. Hier ist nichts. Ich guck da drüben. Vorsichtig!
Ich hab hier nichts. Ich geh darüber. Aufpassen! Ah! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nimm ne Granate. Los in Deckung. Das sind Kerlab. Kann nicht sein. Nix bis viel. Ich decke dich. Passt auf, ich geb euch Deckung. Hey, ich hab keinen Funkkontakt. Wo sind die Kerle? Ich schicke ein paar Leute raus. Mal sehen, was da eigentlich abgeht. Ganz ruhig, wir sind ja da. Das hat einmal nicht so funktioniert, wie wir wollten, aber das macht nichts. Es geht weiter. Nicht noch einen langsameren Truck? Machst du Witze? Du hast ihn tatsächlich? Ja, ich hab ihn, aber sie sind da mir dran. Oh, Scheiße. Und was machen wir denn jetzt? Was soll denn das bitte heißen? Ich hätte nie gedacht, dass du den scheiß Truck wirklich kriegst. Wenn du den Truck haben willst, musst du dich schon ein bisschen anstrengen. Ja, okay. Locke sie in die Nähe einer meiner Skulpturen. Gib mir ihnen etwas Kunstunterricht. Auf ihn drauf! Tu es! Was soll denn das jetzt heißen? Fahr in ihn rein! Tu es! Sie an meiner Skulptur vorbei. Sie ist bereits verdrahtet. Er ist zu Fuß! Der Kerl ist bewaffnet! Los, ich decke dich! Ein Anruf und wir sind ein Dutzend mehr! Der ist clever. Kann ihn jemand sehen? Verdammt!
Die Polizei sucht immer noch nach der 20-jährigen Michelle Strauss. Es wird nun aber vermutet, dass sie tot ist. Strauss ist eine weitere vermisste Prostituierte einer vermissten Serie. Zwei Frauen wurden bereits grausam ermordet aufgefunden. Aufgrund der brutalen Natur der Taten sprechen die sozialen Netzwerke mittlerweile vom Fingerfarbenmörder. Die Polizei bittet die Bürger dringend um Mithilfe bei der Suche nach Strauss und dem Täter. Okay, Leute, mit dem diesem tollen Ergebnis. Er taucht seine Hände gerne im Blut und malt dann damit. Von euch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Red. Er soll hoffen, dass ich ihn nicht erwische. Ciao, Leute. Der Bunker macht zu viel Lärm. Was denn für Lärm? Er ist online. Das haben einige mitbekommen. Computerkids vor allem. Aber keine Panik. Ich sorge dafür, dass sie nicht reinkommen. Sie haben uns bereits sondiert. Sondiert? Nur einer macht mir wirklich Sorgen. Sein Name ist Default und er ist ziemlich gut. Ich beobachte ihn. Sag Bescheid, wenn er Ärger macht.